Chiara Belinda Schuller von der TS Hörbranz. Sie ist der große Star aus Vradelberger Sicht beim diesjährigen Hypo-Mehrkampf-Meeting in Götzis Ende Mai. Zwei Tage lang steht sie im Rampenlicht. Warum hat es mit dem Startplatz so schnell geklappt? Ja, durch das, dass ich die gute Punktezahl gemacht habe in Grosseto, war es dann auch eigentlich fürs Team klar, dass ich starten darf. Sie haben gesagt, es wäre gut so in Richtung Landesrekord, da habe ich um 200 Punkte übertroffen. Und dann auch war es eigentlich klar, dass ich starten darf. Sie ist erst 20 Jahre jung, sie wird noch viele, viele Male beim Götzner Mehrkampf-Meeting vor dem heimischen Publikum antreten können. Die spezielle Atmosphäre wird natürlich über alles groß überwiegen. Ja, also ich freue mich jetzt schon auf die Atmosphäre, auf die vielen Zuschauer. So einen Wettkampf habe ich noch nie gehabt. Und auch gerade, dass es bei uns daheim ist und auch viele Zuschauer kommen, die mich wahrscheinlich auch kennen. Und also auf das freue ich mich auf jeden Fall schon. Explosionsartig große, starke Leistungen von der Hörbranzerin. Warum jetzt schon am Anfang von der Saison so gute Vorstellungen abgeliefert? Ja, also für mich war jetzt der Siebenkampf in Grosseto nicht so ein Saisoneinstieg. Ich habe gewusst, okay, ich muss da abliefern, dass ich beim Hypo-Meeting starten darf. Und sonst war es halt immer so, ja okay, es ist der erste Wettkampf, ist nicht schlimm, wenn er nicht alles aufgeht. Und jetzt habe ich gewusst, okay, ich muss abliefern, ich will da gute Punkte machen und deswegen haben wir ganz anders stationiert. In 5 von 7 Disziplinen hat sie persönliche Bestleistungen aufgestellt, den Landesrekord getobt. Unglaubliche Leistungen am Saisonstart. Ja, also ja, war echt unerwartet, aber freut mich natürlich umso mehr. Gibt es im Hintergrund jemanden, wo speziell mit der Chiara Belinda Schuller trainiert und sie für die kommenden schweren Aufgaben aufbaut? Ja, natürlich meine 3 Trainer, der Sven Benning, Ruth und Lisa Laninczek. Also das Team ist einfach ist perfekt, sage ich jetzt mal, und die bereiten mich sehr gut darauf vor auf den Siebenkampf. Was sind die speziellen Vorbereitungen jetzt noch auf das Götzner Meeting in 4 Wochen? Also wir werden jetzt noch so die Feinheiten durchgehen, weil ich, so das Grundding passt jetzt mal. Und das heißt einfach nur an der Technik arbeiten und da schon, dass ich da noch konstanter will. Was darf man sich erwarten beim Götzner Mehrkampf-Meeting von der Chiara Belinda Schuller, von der TS Hörbranz? Also ich hoffe natürlich, dass ich nochmal Bestleistungen mache, also in Einzeldisziplinen. Und dann hoffe ich natürlich wieder auf eine gute Punktezahl und der Spaß ist natürlich auch schon dabei. Vradelberg Online gratuliert nochmals für das Startticket beim Götzner Mehrkampf-Meeting und wünscht alles, alles Gute. Viel, viel Glück, Chiara Belinda Schuller, und danke. Dankeschön.